Ja, in Berlin haben wir das erste Mal solche Phänomen, dass wir eigentlich am Ende von der Liste stehen, wenn um Honigerträge geht, und an der Spitze, wenn um Völkerverluste geht. Wir haben in Berlin so offizielle Zahl, so liegt bei 28-30%. Wir haben manchmal schon Ecken, wo die Bienendichte großen Einfluss hat auf Kondition von den Bienenvölkern. Ich sage Beispiel, gerade bei den Imkern, die nichts machen wollen bei Völkern, aber sie wollen so den Bienen helfen, dass sie die Bienen nur halten, irgendwo auf Dach oder Balkon. Ja, sie sagen, wenn ich die Völker verliere, kaufe ich mir ein neues Volk. Und sie sehen aber eine Sache nicht. Sie sind als Gefahr für alle Imker in dieser Umgebung. Warum? Weil da sind welche Krankheiten, beispielsweise Varroa-Milben mit Viren, und die werden nachher gleichmäßig verteilt an andere Imker. Varroa-Milbe plus das, was sie überträgt, sprich Viren. Dann auf gleicher Ebene stelle ich immer Chemie. Bedeutet, die Bienen bringen chemische Stoffe rein. Imker benutzen auch Varroazide und andere Mittel. Wir kaufen Mittelwände. In den Mittelwänden gibt es ganz viele verschiedene chemische Stoffe. Bienen sitzen auf einer tickenden Bombe. Ja, die Neonicotinoide, das sind Beizmittel, wie das allen bekannt ist. Ich sage immer, Bienensterben beobachten wir auch, seit wann die Neonicotinoiden am Markt sind. Wenn ich so zurückblicke, wir haben Ende 90er Jahre hier viel mehr Milben in den Völkern gehabt und wir haben keine Völkerverluste gehabt. Ja, und heutzutage sprechen alle, wenn wir unter 10% liegen, dass das alles normal ist. Ich finde, dass das unnormal ist. Stellen Sie sich vor, dass ein Bauer 10% von Schweinen verlieren wird. Was dann? Vielleicht soll sich die landwirtschaftliche Industrie die Frage stellen, ob wir wirklich überall so viel Chemie brauchen. Ehrlich gesagt, manchmal kann man mehr den Bienen helfen, wenn man mehr Honig aus eigenen Ecken kauft, als wenn man sich ein Volk kauft und nichts machen möchte. Ich rate allen Leuten, wenn wir was Gutes für uns machen wollen, sollen wir mehr Honig essen.